Willkommen, Freunde, willkommen. Da bin ich wieder. Ein neuer Beta-Patch ist draußen. Patch 1.2.0. Ich versuche wieder für euch die ganze Sache anschaulich zu übersetzen und bin für jegliche Fragen dazu in den Kommentaren offen. Ihr könnt alles fragen und ich würde mich sehr über rege Anteilnahme freuen. Beginnen wir ganz normal, wie immer, von oben nach unten. Und fangen wir gleich beim Singleplayer an. Es wurden weitere Crashes gefixt. A crash that was caused by accessing the rider of a mount while the mount was changed was fixed. Während man das Reittier ändern wollte und wollte demnach das Item auswählen, gab es einen Crash, wurde gefixt. Fixed a crash occurred when executing prisoner heroes. Wenn man also die Nobelmänner exekuten möchte, nachdem man sie gefangen genommen hat, gab es wohl Probleme, wurde gefixt. Performance Fixes, wieder VRAM Fixes, GPU Fixes, also Grafikkarten Fixes, Arbeitsspeicher Fixes. Und dann gab es wohl auch kleinere Probleme in den Missionen, die die Performance beeinträchtigt haben, wurde gefixt. Save and Load. Skill Level is preserved when loading old versions save games. Es gab einen Bug, dass wenn man einen Spielstand aus einer älteren Version hatte, sagen wir mal, man hatte einen Spielstand aus 1.09 oder so, hat auf 1.1 geupdatet und hat dann das Spiel geladen, dass die Skills einfach auf das Maximum gesetzt wurden von dem Spielercharakter. Ist jetzt gefixt. Art. Fleeing Points for AI were added to Battletoads. Es gibt jetzt mehr Fluchtmöglichkeiten für die AI in den verschiedenen Schlachten. Dass sie nicht immer nur zu bestimmten Rennen und alle hintereinander und so. Fixed misplaced textures and added better looking elements to the shop stands. In den Städten gibt es ja diesen Marktplatz und die Workshops. Die wurden visuell angepasst. Es gab da wohl ein paar fehlplatzierte Sachen und jetzt soll das alles wohl besser aussehen. Fixed some visual issues in one of the Azerai Villages, also in einem der Azerai-Dörfer. Es gab ein paar Probleme. Vlandean Vanguard Shield Banner Issues wurde gefixt. Ist mir nicht bekannt. Fix certain visual glitches that appear when rendering blood on flora. Also wenn Blut auf Pflanzen drauf kam oder drauf gerendert sollte, gab es wohl Probleme, wurde gefixt. Added three new items for crafting. Okay, es gibt drei neue Sachen, die zum Crafting beitragen. Ich persönlich habe Crafting noch nie betrieben. Ich habe es mal ausprobiert, war mir zu sehr anstrengend, nach dreimal craften noch einen Tag zu warten und dann wieder dreimal craften zu können. Das war vielleicht noch nicht ganz optimiert. UI, User Interface. Fixed a bug where map notifications were sometimes lost without being shown to the player. Map notifications were sometimes lost without being shown. Okay, es gab wohl Sachen, die nicht angezeigt wurden für manche Spieler. Gerade auf der Karte. Ich kann mir hier vorstellen, dass es die sind, dass man zum Beispiel eine Stadt markieren möchte, weil man dahin reiten möchte. Sowas. Ja. Battles and Sieges. When looting enemies, it is now possible for the system to provide an item with a modifier if the default value of the item is too low or too high. Anscheinend werden jetzt die gelooteten Sachen, die man aufhebt, angepasst an das eigene, also wahrscheinlich mit dem eigenen Level, dass man hier nicht ein Schwert aufhebt und das Ding ist einfach nur Schrott und man macht damit gar keinen Schaden, obwohl es einfach viel krasser aussieht. Ja, sowas zum Beispiel. Missiles can now pass through between siege ladder steps. Jede Leiter zwischen den Stufen hat ja Freiraum. Da können jetzt auch Projektile durchgeworfen werden. Missiles, wahrscheinlich hier die Wurfspeere. Fixed that corpses and thrown boulders. Boulders sind Steine, diese Steine, die man werfen kann. Feldsteine. Were not being erased after the entity below them was destroyed. Also, wenn Leichen und Steine auf irgendwas draufgelegen haben, was darunter zerstört wurde, sagen wir mal ein Rambock, die lagen oben drauf und der Rambock wurde zerstört, war weg, sind die trotzdem liegen geblieben oben, wurde gefixt. Änderung in der Combat AI. A critical bug that caused AI in sieges to act unexpectedly and possibly cause crashes if the player was aiding a site. Okay, also wenn man als Spieler einer Seite geholfen hat, gab es wohl bei der Belagerung dann Probleme mit der AI, dass sie sich ganz komisch verhalten hat. A critical bug that caused AI pathfinding to almost always reset its path when moving from static to dynamic nav meshes.
Navigator meshes wahrscheinlich. And vice versa, which caused performance issues and agents not being able to climb siege towers correctly was fixed. Das kann der Bug sein, dass das sieht man auch bei den Leitern oft, dass einfach da eine riesige Traube vor den Leitern steht, die Leiter frei ist, aber es ewig dauert, bis da mal einer hochklettert. Das gleiche war auch bei den Belagerungstürmen. Hoffe ich, dass das hier jetzt gefixt wurde. Incorrect ordering of mission behaviors caused the team's general to be deselected at the choosing formation to lead stage of army sieges. This was fixed. Wenn man eine Armee führt oder einer beitritt, kann man ja, bevor man belagert, kann man auswählen, welche Truppen man führen möchte. Und anscheinend wurde da ab und an einfach der General abgewählt, dass es keinen mehr gab und dass es dann Schwierigkeiten gab. AI that should have attacked the inner gate after breaking the outer gate with the ram in the siege tried to run into the castle over ladders because they chose the reverse side of the gate to stand and wait for reinforcing those that attacked the gate due to a bug. Wenn wir das Tor belagern mit dem Rammbock, das erste Tor kaputt machen und dann soll natürlich das zweite Tor angegriffen werden, war es bisher so, dass es ein Bug war, dass der Punkt, von dem angegriffen werden sollte, auf der inneren Seite der Festung lag. Deswegen sind alle Leute wieder rausgerannt, über die Leitern sind reingerannt und standen auf der falschen Seite. Wurde gefixt, jetzt greifen alle durch das Tor auch das Tor an. Sehr gut, endlich. Fixed a bug that occurred especially when armies were far away from each other and caused agents to run toward the enemy when given the order to retreat. Ah ja, es ist auch oft aufgefallen, dass wenn der Gegner in der Unterzahl ist und sich sammelt irgendwo und sich zurückzieht ein Stück, kam es immer vor, immer, dass der Nobelmann angegriffen hat. Ganz alleine ist direkt draufgegangen. War natürlich nicht so cool. Removed unnecessary pathfinding calls by the AI that caused performance issues, especially in sieges, without impact on the decisions they were trying to make. Okay. Es gab wohl in der Berechnung der Wege für NPCs einige kleine Performance-Probleme, die dadurch verursacht wurden, dass sie einfach unnötige Wege gemacht haben, wurde gefixt. Character Development System. Changed Skill XP Increase Formula to 10 plus Skill Level. Okay, sie haben die Formel der Erfahrungsberechnung angepasst, geändert. Man bekommt jetzt anscheinend 10 Erfahrung, also 10 Erfahrung plus das Skill Level obendrauf, um zu leveln. Jetzt muss man dann nochmal herausfinden, für was, also für jeden Kill, den man macht, bekommt man das dann, für sein Schwert oder so, oder für jeden Handel, den man treibt, das ist, muss man auch testen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, ich habe den Patch bisher nur angeguckt, noch nicht selbst gespielt. Fixed an issue in char creation, we are switching to female from male and back would reset all beard and other male-only properties. Hat man einfach quasi sich einen Charakter erstellt, männlich, mit seinen ganzen Tattoos und alles und wollte dann, vielleicht gucke ich mir mal die Frau an, ob wer besser aussieht, hat das gemacht. Und gehen dann wieder zurück, um das zu vergleichen. Alles weg gewesen, alles resettet. Ist gefixt. Clan and Party. Companions now come with cheap items with modifiers, so they are easier to recruit. Okay, anscheinend wurde, ist der Betrag, wie teuer ein Companion ist, auch von seinem Equipment abhängig. Und je besser es war, desto teurer natürlich. Jetzt haben sie schlechteres Equipment, ja, dafür einen angepassten Modifier auf deren Stats. Und sind dadurch einfacher zu rekrutieren. Economy and Trade. Higher Tier Armors are now produced in towns and can sometimes be found in the marketplace. Städte können jetzt die höchstwertigen Rüstungen herstellen und diese können dann auch ab und an in den Städten zum Kauf angeboten sein. Sehr gut. Crafting. Fixed a bug where crafted items could have different stats than shown during creation. Also, man hat ja beim Craften mal eine Vorschau, aber die Items, die dann letztendlich rauskamen, hatten nicht diese Stats. Wurde gefixt. Fixed a bug where crafted items lost changes to stats when loaded from save game. Es gab anscheinend einen Bug, wenn man das hergestellt hat, hat gespeichert, hat wieder geladen, dann hatten die Items ihre Stats verloren, ihre Veränderungen oder ihre besseren, sondern waren dann auf Standard wieder. Settlement Actions. Boosting Construction now at 50 Construction rather than X2 Construction Suite. Okay, wenn ihr einen Castle besitzt, könnt ihr das ja ausbauen. Manage Castle und habt ihr rechts oben so ein Boosting-Feld.
Bisher war es so, man hat Geld investiert, dass die Geschwindigkeit verdoppelt wurde. Jetzt ist es so, man bekommt 50 Construction Points für den Boost, die direkt angewendet werden können, um etwas zu bauen. Finde ich eine nice Idee, finde ich gut. Weil, hier muss man sagen, wenn das Castle nicht gut in Construction ist und man das verdoppelt, wird es ja nicht gleich unbedingt besser. Gibt man aber einem schlechten Castle 50 Construction mit dem Boost hinzu, kann es gleich bauen. Sehr gut. Fix an issue with asking companions to look for themselves or asking villagers to look for our companions near us. Ist mir selber schon passiert, ich habe einen Companion, wollte mit ihm sprechen und der Typ fragt mich, ja, wen suchst du denn? Und dann kriege ich als Antwort, dass ich ihn suche. Also ich spreche mit ihm, aber suche ihn und dann sagt er, ja, weiß nicht, wo er ist. Okay. Gut, wurde gefixt. Fix the bug that made the settlement project's completion time negative. Ja, fix the bug. Okay, da war die Anzeige quasi, wie lange es noch braucht, bis es fertig ist, auf negativ gestellt. Also quasi, dass es nie fertig wird. Ja, okay, ist fertig. Denke ich. Quests and Issues. Die Quest Family Feed wurde mal wieder angepasst. Es gab ein paar Bugfixes. Sie haben den Dialog angepasst. Sie haben Log Entries angepasst. Also Beschreibungen der Quest angepasst. Und jetzt ist, wenn ein Spieler die Quest abbricht von seiner Party, dann ist die Quest gefailed. Die Quest, das Spy Among Us, zu finden bei den Nobelleuten, wenn man dann mit denen gut gestellt ist, wurde jetzt umgeändert. Also sie hieß das Spy Party und ist jetzt umgeändert auf The Spy Among Us. Da gibt es einige Veränderungen. From now on, players can activate the quest even if the quest giver is inside an army. Achso, okay. Ja, man kann die Quest jetzt besser aktivieren. Fix the bug that changes face keys of spy candidates. Okay. Die Gesichtszüge wurden angepasst von den möglichen Spionenkandidaten. Fix the bug that causes the UI health bar to show wrong values for the player when dueling with the spy. Wenn man den Spy gefunden hat, kam es vor, dass seine eigene Lebensanzeige verbuggt war und die nicht richtig angezeigt wurde. Fix a bug that causes spy candidates to disappear when saving and loading the game inside the involved settlement. Das muss ich nochmal lesen. Okay, also in dem betreffenden Settlement, in der betreffenden Stadt, kam es vor, dass beim Speichern und Laden des Spiels, dass die Kandidaten, die als Spione enttarnt werden hätten können, das verschwunden sind. The Spy will scale up according to the player's skills. Also der Spion, gegen den ihr kämpft, ist angepasst von der Stärke an eure Stärke. Added better battle equipment for the Spy. Der Spion hat besseres Battle Equipment. Edit changed some dialogue, also okay, Dialoge wurden angepasst. The randomization parameter for townspeople to give player clues und Hinweise was adjusted to prevent problematic situations. Okay, es wurde angepasst, wer dir Hinweise gibt in der Stadt, dass du nicht irgendwie in Probleme gerätst und die ganze Sache irgendwie im Sand verläuft. Added visual trackers for the spy candidates. Okay, man kann jetzt mit dem linken Alt-Key Tracks von den Spies sehen. Issue Duration, okay, man hat jetzt aber nur noch 5 Tage anstatt 35 Tage Zeit, das Ding anzugehen und zu machen. Lord needs a tutor quest related. Das ist bestimmt auch eine Nobel Quest, habe ich bisher noch nicht gesehen bei mir. Genau wie hier, Lord wants rival captured, ja. Da gab es wohl einige Bugs in der Tutor Quest. Vom Namen würde ich jetzt sagen, dass der eine möchte, dass ihr ihm helft, irgendwie Truppen ausbildet, ihn selbst ausbildet, sonstige Sachen. Das wurde gefixt. Oder da wurde einiges gefixt. Einmal, dass nachdem man als Prisoner genommen wurde, dass der NPC oder die Quest verschwunden ist. Fix the bug that causes the quest giver and the quest NPC to be the same person. Also Questgeber und NPC konnten dieselbe Person sein, was doof war. Log-Einträge wurden verändert. If the player and the quest NPC are somehow separated, the player will be able to track and find the quest NPC via the quest log and can das Continue Progressing Quest. Hat man seine Quest-NPC verloren, kann man ihn via seines Logbuches, Questbuches wiederfinden und verfolgen. Lord wants rival captured quests related. Ja, der eine Lord möchte seinen Rivalen gecaptured haben, das ist die Quest. Und da gab es wahrscheinlich auch wieder einige Fehler. Würde ich jetzt auslassen, kenne ich nämlich absolut null. Die Quests, kann ich gar nichts zu sagen. Ah, da. Sie haben overhauled equipment of minor factions to better fit their characteristics. Okay, sie haben das Equipment der Factions angepasst, dass sie besser zu der Fraktion passen. When we entered the town scene for the second time, guards were missing. This was fixed.
Okay, wenn man eine Stadt zum zweiten Mal nacheinander betritt, waren die Wachen auf einmal weg, wurde gefixt. Fix the color of the player's companion portrays when we enter a hostile settlement. Wir haben die Farben unserer Kompagnons und der Porträts angepasst, wenn wir eine feindliche Stadt betreten haben. Made players brother a bit younger. Okay, Spieler, also der Bruder des Spielers wurde ein bisschen jünger gemacht. Fix the bug that caused prisoners to become governors. Okay, es gab anscheinend einen Bug, dass Gefangene zu den Gouverneuren der Städte wurden. Das nenne ich mal eine steile Karriere. Multiplayer Audio. Added notification sounds oder shouts to certain events, like the distant shout when someone captures a flag. Okay. Es wurden hörbare Sounds reingepatcht, die zum Beispiel sagen, hey, es wurde eine Flagge gecaptured. Sowas zum Beispiel. Server Network. Sie haben wieder was an den Servern und am Netzwerk gefixt und verbessert. Jetzt so Sachen, die für beide gelten. Performance, Major CPU Performance Improvements on both Field and Siege Battles. Also die Performance für euren Prozessor ist verbessert worden, enorm verbessert worden, für ganz normale Feld- und Belagerungsschlachten. Minor Performance Improvements on Multicore Usage. Okay, also es soll jetzt wohl noch besser sein, dass man mit mehreren Kernen spielen kann. Art Fixed Beards Protruding from Helmets. Ja, da ist wieder diese Darstellung Bärte und Helme, dass es smooth ist und nicht ganz komische Artefakte gibt. Haben wir. Audio. Minor Improvement on Sounds Playing Delayed on Slower HDDs. Okay, da geht es um Hard Disk Drives, dass Sound schlechter oder langsamer abgespielt wurde oder verspätet. Audio Performance Improvements for older CPUs. Okay, ältere CPUs wurden jetzt oder das Spiel noch besser angepasst für. Removed Clicks and Pops from Boulder Impact Sounds. Es gab anscheinend, wenn man Steine geworfen hat, Klicks und Pops Sounds, die wurden weggenommen. Some Volume Changes for Ambient Sounds. Okay, man kann jetzt seine Hintergrundmusik, seine Ambientenmusik wurde verändert, dass es sich hoffentlich besser anhört. Also sind wir schon durch. Der neue Beta-Patch klingt natürlich vielversprechend. Es ist immer gut, dass Bugs gefixt werden und die Optimisierung vorangeht. Bisschen mehr Content würde ich mir wünschen für die nächsten Patches, aber demnach war es das von hier, von mir, und würde mich freuen über Kommentare, Daumen nach oben. Wenn ihr was habt, fragt mich, ich beantworte es euch. Bis dahin, viel Spaß, weiter spielen, Spaß haben. Ciao, ciao.